Guten Abend, liebe Freundinnen und Freunde des Friedens in Nahost. Guten Abend, liebe Dr. Kulu Daibes. Für die Teilnahme an unserer Auftaktveranstaltung haben Sie alle herzlichen Dank. Unsere diesjährige Tagung hätte im koptischen orthodoxen Kloster stattfinden sollen. Und deshalb findet unsere Tagung unter dem Thema die Rolle der palästinensischen Frau. Corona-bedingt findet unsere Tagung dennoch statt, eben virtuell. Frau Dr. Daibes hat sich von Anfang an bereit erklärt, die Auftaktveranstaltung bei uns durchzuführen. Und ich danke Ihnen, dass Sie heute bei uns sind. Ich grüße alle recht herzlich. Botschafterin Dr. Daibes ist in Bethlehem geboren und ist in Jerusalem am Ölberg aufgewachsen. Sie besuchte die christliche Schule Talitha Kumi in Bet Jala, studierte dann in Hannover Architektur, promovierte über die Erhaltung des palästinensischen Kulturerbes. Im Jahre 1995 kehrte sie zurück nach Palästina und wurde Leiterin des Zentrums für Kulturerbe in Bethlehem. Sie war die erste und einzige Christin im ersten Kabinett der Einheitsregierung im besetzten Palästina und leitete von 2007 bis 2012 das Ministerium für Tourismus und Altertümer sowie von 2007 bis 2009 das Frauenministerium zusätzlich. Seit August 2013 ist die Partei Lose, Dr. Daibes, als Botschafterin Palästina in Deutschland akkreditiert. Mit dieser Auftaktveranstaltung möchte ich dann auf unsere weiteren Referentinnen aufmerksam machen. Es sind noch weitere Damen aus Palästina, die zu verschiedenen Themen bei uns auch referieren werden. Und zwar ab heute praktisch monatlich bis Oktober. Unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der heutigen Veranstaltung, und ich grüße alle recht herzlich, möchte ich zwei Personen namentlich erwähnen. Judith Bernstein und Bischof A.D. Hans-Jürgen Abromey. Beide haben für uns alle und für die palästinensische Sache in Deutschland gelitten, weil sie aufrichtige Haltung hatten. Beide haben Anfeindungen erlebt und in diesem Zusammenhang müssen wir nur darauf achten, dass das, was wir sagen, mit Antisemitismus nichts zu tun hat. Absolut nicht. Also herzlich willkommen, Judith Bernstein und Bischof Abromey. Liebe Dr. Daibes, liebe Chulut, ich übergebe dir das Wort. Masal Khair, guten Abend, vielen Dank, Nazir, liebe Mitglieder der DPG und liebe Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Zunächst herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin der Deutsch-Palästinensischen Gesellschaft seit langer Zeit verbunden, habe viele Veranstaltungen bereits besucht und freue mich, dass ich heute einen Beitrag zur diesjährigen Jahrestagung halten darf. Wenn auch aus aktuellem Anlass, ausschließlich online, hat mich sehr gefreut, bekannte Gesichter und Freunde wieder zu treffen und zu sehen. In diesem Jahr habe ich bereits mehrfach zum Thema Empowerment der Frauen und ihre gesellschaftspolitischen Rolle in Palästina gesprochen und Beiträge veröffentlicht. Das zeigt, denke ich, dass sehr deutlich dass dieses Thema sehr aktuell ist und Bedarf gibt, auch darüber zu diskutieren. Als ich aber in Vorbereitung meines Vortrags kurz mit Frau Sieburg gesprochen habe, griff die israelische Armee den Gazastreifen pausenlos an. Erst seit etwas 10 Tage oder mehr als eine Woche hält der Waffenstillstand.
Wir kämpfen mit dem entsetzlichen Ausmaß und den Folgen der Angriffe, den vielen Toten und Verletzten sowie den großflächigen Zerstörungen. Die aktuelle Situation hat wieder mal gezeigt, die wichtige Thematik der, zur Rolle der Frau in der Politik nahezu verdrängt. Also irgendwie hatte ich das Gefühl, wie kann ich über die Rolle der palästinensischen Frau in der Politik reden und es herrscht Krieg auf Gaza. Also das war für mich unvorstellbar, aber das zeigt, dass wir immer diese Thematik verdrängen halt aus diesem, in diesem politischen Kontext. Immer wieder holt uns diese politische Realität ein und damit zeigt sich sehr deutlich, wie schwierig das ist, in diesem politischen Kontext an der Art wichtigsten Fragen zur Gleichstellung und Gleichbehandlung der Frauen zu arbeiten. Ich möchte es trotzdem wagen und versuchen, heute bei diesem wirklich Publikum, was ich sehr schätze und eigentlich für viele Jahre also sich für Palästina und Frieden in der Region eingesetzt haben, werde ich trotzdem versuchen, aus eigener Erfahrung, aber mit Blick auf die aktuellen Ereignisse der letzten Wochen, einige Gedanken mit Ihnen zu teilen. Das heißt, ich werde immer auf die politische Situation, dann aber in Bezug auf die politische Rolle der palästinensischen Frau eingehen. Also so dann, dass ich abwechselnd versuche, das einen Bezug zu der heutigen Situation zu stellen. Das Leben der Frauen in Palästina kann nicht also ohne den politischen Kontext durch die langjährige israelische Besatzung betrachtet werden. Auch macht das einen Unterschied, ob wir über Frauen im Gazastreifen, der Westbank, Ostjerusalem oder im heutigen Israel oder gar in einem Flüchtlingslager, etwa in Syrien, Jordanien oder Libanon sprechen. Sowohl die politischen Rahmenbedingungen als auch die konkreten Lebensumstände sind jeweils völlig anders. Gemeinsam ist allen, dass sie zusätzlich zu einer patriarchalisch-gesellschaftlichen Prägung militärische Gewalt und Entrechtung mit Flucht und Vertreibung haben, manche gar mehrmals, mehrmals in ihrem Leben. Im Gazastreifen wechseln sich akute Konfliktphasen immer wieder mit Postkonfliktphasen ab. Ich denke an die drei vorigen Kriege gegen Gaza 2008, 2009, 2012 und 2014, wovon die Menschen schwer traumatisiert sind und sich kaum erholen konnten, als die nächste Gewalt über sie hereinbrach. Das Leben der Bevölkerung in Gaza ist von großer Not und Armut geprägt. Dazu geführt hat die seit mehr als einem Jahrzehnt bestehende Abriegelung, die fortwährende Gewaltübergriffe durch die israelische Armee und die politische Perspektivlosigkeit. Also verständlicherweise führt das zu großer Frustration, aber auch Hoffnungslosigkeit. Auch in besetzten Westbank, einschließlich Ostjerusalem, ist das Leben von Gewaltübergriffen durch die israelische Armee und Siedler, Vertreibungen, Häuserzerstörungen, Zwangsumsiedlungen und Entrechtung bestimmt. In den vergangenen Wochen standen auch die Palästinenser, die auf der anderen Seite der grünen Linie, also im heutigen Israel, die etwa 20% der Bevölkerung ausmachen, in der medialen Öffentlichkeit. Sie wurden Opfer einer hässlichen Kampagne von staatlich geförderter Gewalt durch die Polizei und Siedler. Sie sind die indigene Bevölkerung und Bürger im heutigen Israel. Zugleich aber sind sie ein wichtiger Bestandteil der palästinensischen Gesellschaft. Sie leiden unter institutionalisierter Diskriminierung und Ungleichbehandlung, gestützt durch mindestens 65 israelische Gesetze, die die Erfüllung ihrer nationalen Rechte verhindern. Auch die Hälfte der Palästinenser lebt außerhalb Palästinas, die Mehrheit noch immer in Flüchtlingslagern. Ihre Lebensumstände sind ebenfalls sehr schwierig und das Rückkehrrecht wird ihnen bis heute verweigert. Also unabhängig von dieser geografischen Realität, in der wir als Palästinenser leben, beziehungsweise Frauen, ist unser Leben auch als Frauen weit jegliche Normalität entfernt. Die Frauen tragen die ökonomischen, humanitären und sozialen Probleme der Gesellschaft mit
und müssen eine enorme doppelte Belastung aushalten. Also bei diesen Voraussetzungen der Palästinenser bzw. der Frauen in diesen verschiedenen geografischen Einheiten denken die wenigsten Frauen von sich aus an eine berufliche Aufgabe in der Politik. Die Rolle der palästinensischen Frau in der Politik, aber auch allen anderen Bereichen, ist immer auch die Rolle der palästinensischen Frau unter der Besatzung, da die palästinensische eine zumeist junge Bevölkerung ist, also etwa nach unserem Statistikenamt, 67% der Bevölkerung ist unter 29 und nur 6% über 60. Das heißt, die meisten Frauen, die meisten Jugendlichen sind unter der andauernden israelischen Besatzung geboren und wurden mit ihr und wuchsen auch oder mit ihr auf. Sicherlich gibt es auch regionale Unterschiede, etwa zwischen Westbank und Gaza, aber die israelische militärische Besatzung ist jedoch allgegenwärtig und ihre Auswirkungen überall spürbar. Es sind auch alle Lebensbereiche betroffen. Es hat dazu geführt, dass viele Frauen die ökonomische Verantwortung in der Familie tragen müssen. Wir haben das immer wieder erlebt, dass viele Frauen dadurch, dass ihre Väter, ihre Ehemänner, die Versorger der Familie waren in israelischer Haft oder sogar getötet. Selbst Frauen werden verhaftet. Also Frauen sind auch mit betroffen und mussten auch eine andere Rolle übernehmen, die es ermöglicht hat, auch eine politische Aufgabe zu übernehmen. Frauen beteiligen sich nicht nur an Demonstrationen gegen die Besatzung, sie initiieren sie auch, kämpfen gegen Verhaftungen ihrer Familienmitglieder und gegen unmenschliche Haftbedingungen. Bereits sehr junge Mädchen engagieren sich, sie wachsen in diese Situation gezwungenermaßen hinein, müssen sich auf ihrem Schulweg gegen Übergriffe von Siedlern und Soldaten wehren, stundenlange menschenunwürdiges Warten an den israelischen Checkpoints erdulden. Also diese ständige Durchdringung des sozialen, politischen und wirtschaftlichen Lebens der Menschen in Palästina hat dazu geführt, dass die palästinensischen Frauen in der Politik den Kampf ihres Volkes auf Selbstbestimmung, Freiheit und Würde führen. Sie haben keine Entscheidungsfreiheit darüber, ob sie ihn führen möchten oder wollen. Ihr ganzes Leben ist untrennbar damit verknüpft und wird es auch weiterhin sein, bis die israelische Besatzung endet. Ich möchte kurz auf die Ereignisse vor der letzten Eskalation gehen. Ich weiß jetzt, da ich die Zuhörer alle oder die Mehrheit kenne, dass sie wahrscheinlich alles sehr interessiert verfolgt haben. Aber wichtig ist an einem Punkt oder wichtig ist für mich, nochmal daran zu erinnern, welche zusammenfallende Ereignisse in und um Jerusalem geschahen, bevor wir zu dieser Zuspitzung Gewaltübergriffe auf Gaza erlebt haben. Vor diesem Gewaltausbruch kannte außerhalb Palästinas kaum jemand den Namen Sheikh Jarrah, ein Viertel im Osten Jerusalems gelegen, in dem mehrere palästinensische Familien die Zwangsräumung droht. Diese Vertreibungen sind ebenso wie der Siedlungsbau und die Häuserzerstörungen fester Bestandteil der israelischen Kolonialpolitik. Ein israelisches Gesetz aus dem Jahr 1970 stützt die diskriminierende Gerichtsbarkeit mit dem Ziel der ethnischen Säuberung. Übrigens ist es Palästinenser verwehrt, ihre Eigentümer beispielsweise in Westjerusalem
die ja etwa 80% war ja palästinensischen Eigentum, zurückzufordern. Hinzu kamen die täglichen Provokationen und Schikanen seit Beginn des heiligen Fastenmonats Ramadan durch radikale Siedler und die israelische Polizei. Dazu gehörten auch Sperrungen von Damaskustor, gewaltsames Eindringen auf dem Haram al-Sharif und Festnahmen friedlicher Protestierende. Eigentlich diese Proteste, diese friedlichen Proteste, diese kreativen Proteste haben leider auch kein internationales Gehör gefunden. Erst als die Lage sich zugespitzt haben, kam es zu der Aufmerksamkeit, der medialen Aufmerksamkeit, aber auch der politischen Aufmerksamkeit, um einen hohen Preis für die Palästinenser. Also denn bei diesen Angriffen wurden etwa 253 Palästinenser getötet, die Mehrheit und Zivilisten, 66 Kinder, 39 Frauen, 75 Menschen sind ohne Häuser. In der Westbank aber auch sind mindestens 18 Palästinenser getötet und fast 8.500 verletzt. Die Zerstörungen in Gaza sind immens. Ganze Stadtviertel liegen in Schutt und Asche. Die wichtigen und große Teile der Infrastruktur sind vollständig zerstört. Krankenhäuser, auch im Übrigen das einzige Covid-19-Zentrum, 46 Schulen, Straßen, Strom- und Wasserversorgung. Leider kam es dann zu diesem Waffenstillstand am 21. Mai zu spät und die Übergriffe auf die palästinensische Bevölkerung sind auch damit nicht beendet, wenn die mediale Aufmerksamkeit und die politische Aufmerksamkeit wieder schwindet. In Jerusalem gibt es viele palästinensische Familien wie in Sheikh Jarrah und Silwan und andere Stadtviertel, die auch vor Zwangsräumungen ihre Wohnungen und Häuser stehen. Es ist also ein Trauma, von dem jede palästinensische Familie erzählen kann und das sich immerfort wiederholt, beginnend mit der Nakba im Jahr 48 bis heute. Ich habe das alles erwähnt, weil ich mit Ihnen diese Gedanken austauschen will, dass es hat sich schon positiv was geändert oder verändert nach diesen aktuellen Ereignissen. Und ich möchte also einmal auf die Solidarität weltweit eingehen und einmal auf die Rolle der Frau, der jungen, der palästinensischen Frau in diesen letzten Wochen und damit den Bezug herstellen zwischen der politischen Aktualität und der Partizipation der Frauen, gerade junge Frauen, auf der politischen Ebene. Palästinenser vereint untereinander, vielleicht zum ersten Mal, im historischen Palästina, in der Diaspora, aber vereint untereinander und unterstützt durch internationale Solidarität, erheben ihre Stimme und protestieren friedlich gegen Menschenrechtsverletzungen, ob es die geplanten Zwangsräumungen in Sheikh Jarrah sind oder die Angriffe auf den Status quo des Haram al-Sharif oder die Angriffe auf Gazastreifen. Die Solidarität der Menschen wuchs zu einem globalen Kampf für Menschenrechte und gegen Entrechtung an, wo auch immer sie besteht. Ob es den Kampf gegen die militärische Besatzung, die koloniale Siedlungspolitik, die ethnische Säuberung bis hin zur Apartheid geht, haben diese vielen Stimmen nicht nur die politische Tagesordnung bereichert, sondern sie haben, und gerade weil sie es immer wieder taten, maßgeblich zu einem gesellschaftlichen Bewusstsein für die jahrzehntelange Entrechtung und Diskriminierung der Palästinenser beigetragen. Menschenrechte sind universell und gelten für alle, auch für Palästinenser. Und trotz der zumeist
einseitigen medialen Berichterstattung haben wir zum ersten Mal gesehen, dass die israelische Seite nicht in der Lage war, diese globale Bewegung insbesondere in den sozialen Medien zu kontrollieren, geschweige denn mundtot zu machen. Zum ersten Mal sehen wir, wie die Entmenschlichung und Dämonisierung der Palästinenser gebrochen wird. Auch in Deutschland kam es in fast jeder größeren Stadt zu wiederholten Protesten und Demonstrationen. Auf politischer Ebene mussten wir einseitige Positionierung der Politiker zugunsten Israels erleben. Der gebetsmühlenartigen Wiederholungen des sogenannten Selbstverteidigungsrechts und der Antisemitismusdebatte, die uns Palästinenser fehlerhafterweise und gewaltsam aufgezwungen wird. Und wie Nasir gesagt hat, nochmals, wir Palästinenser verurteilen jede Art und jede Form von Diskriminierung, Rassismus und Antisemitismus. Sollen wir immer wieder wiederholen, aber wir möchten nicht, dass diese Debatte aufgezwungen wird, weil eigentlich es ein Versuch ist, von dem Wichtigen, von den Ereignissen in Gaza und in der Westbank und auch in Israel abzulenken. Und eigentlich ist das eine Verharmlosung des Antisemitismus und im Übrigen viele jüdische Aktivisten, die auch mit auf den Straßen gingen, bereits am Anfang gesagt wurde, dass es einfach mit Antisemitismus nichts zu tun hat. Es ist aber sehr bedauerlich, dass diese Debatten, also diese einseitige Positionierung und die Debatte um Antisemitismus auf der einen Seite und diese Proteste, diese zumeist friedlichen Proteste hier in Deutschland, die politische Ebene nicht erreicht hat oder dass die dann falsch drauf reagierten. Finanzielle Unterstützung, insbesondere beim Wiederaufbau in Gazastreifen, um die grundlegende Versorgung der palästinensischen Bevölkerung sicherzustellen, ist wichtig. Aber sie darf nicht abschließend sein. Es ist ein konkretes politisches Handeln notwendig, um einen Prozess einzuleiten, Israels anhaltende Straflosigkeit zu beenden und den Palästinensern zu ihren grundlegenden Rechten zu verhelfen. Ich erwähne das hier, weil die deutsche Regierung vor ein paar Tagen 15 Millionen Euro zusätzliche Hilfe für Gaza zur Verfügung gestellt hat, aber gleichzeitig eine Resolution im Menschenrechtsrat blockiert hat, also dagegen abgestimmt hat, eine unabhängige Untersuchungskommission zu formieren. Das heißt, solange es keine Bereitschaft gibt, hier umzudenken und eine Korrektur vorzunehmen, kann jede finanzielle Unterstützung, so wichtig sie auch sein mag, nur ein Tropfen auf dem heißen Stein sein. Also unsere politische Sache darf nicht auf eine humanitäre Ebene reduziert werden und dass man nur mit uns nur auf diese Ebene der humanitären Unterstützung oder Finanzierung unterstützen wird. Wir brauchen aktives Handeln, nicht nur von Deutschland. Auf dieser politischen Ebene ist die internationale Gemeinschaft im Ganzen, aber auch einschließlich Deutschland, dringender denn jemals zuvor aufgefordert, nicht länger wegzusehen, sondern im Einklang mit dem Völkerrecht aktiv zu werden. Was hat sich für die Frauen so Positives verändert in Bezug auf ihren Wunsch nach politischer Teilhabe? Wir wissen, dass bisher die Frauen, auch wenn die Frauenbewegung in Palästina sehr, sehr stark ist und sehr, sehr, sehr früh angefangen hat, dass Frauen im politischen Leben, in politischen Ämtern immer noch sehr unterpräsentiert sind. Aber unter den vielen Demonstranten und Aktivisten, die wir in Jerusalem, in Haifa, in Akka, auch weltweit gesehen haben, waren junge palästinensische Frauen sehr aktiv. Sie teilen ihre täglichen Erfahrungen und Eindrücke, verbinden und stärken sich. Sicherlich haben sie auch von den Slogans Gaza under Attack oder Sheikh Jarrah, die wochenlang
gehört, die wochenlang um die ganze Welt gingen. Dabei spielt das jüngste Wiederaufleben der Frauenbewegung, der Bewegung Black Lives Matter, der LGBT-antirassistischen und indigenen Kämpfe eine große Rolle. Also wir sehen uns auch vereint mit diesen, all diesen Bewegungen, die darauf bestehen, dass Menschenrechte universell sind und für alle gelten. Politische Partizipation ist dann nicht ausschließlich an ein politisches Amt geknüpft, sondern beginnt mit dem Engagement für ein politisches Ziel, egal auf welcher Ebene. Und das haben die jungen Frauen auch gezeigt. Es gibt viele Beispiele, auch von früher, für Frauen in der Politik, die für ihre Rechte gekämpft haben und sich für eine demokratische Gesellschaft, an der Männer und Frauen gleichermaßen teilhaben, einsetzten. Ein gutes Beispiel ist Hanan Ashrawi, aber auch Ahed Tamimi. Sie führen uns vor Augen, wie groß die Leistung der Frauen ist und war, die sich einen Platz in der Politik, aber auch im öffentlichen Leben eroberten, die andere ermutigten und ihnen Wege anbahnten. Denn der Kampf der Frauen war keiner für eine bestimmte Gruppe, sondern für ein Menschenrecht. Es geht um die Gleichwertigkeit der Menschen. Und eine Gesellschaft, die Gleichberechtigung lebt, kann auch eine gerechte Gesellschaft sein. Das bedeutet, das Ziel muss Parität sein. Und ich denke, wir sind auf einem guten Wege, denn Frauen, wie gesagt, waren palästinensische Frauen auf allen auf vielen politischen Ebenen vertreten, unterrepräsentiert, aber im Nationalrat, im Ministerrat, also als Ministerinnen oder als Botschafterinnen oder auch auf der kommunalen Ebene in vielen verantwortlichen Positionen. Ich denke, allein die Tatsache, dass immer mehr Frauen in politischen Ämtern drängen, die zuvor Männer dominierten, zeigt sehr deutlich, dass hier ein Wandel gewollt und erwünscht ist. Schon vor Jahren hat die palästinensische Regierung einen fachübergreifenden Genderplan und damit die Rahmenbedingungen dafür entwickelt. Dadurch werden viel wieder mehr Frauen ermutigt. Also die Statistiken, aber auch die jungen Entwicklungen bestätigen, dass die palästinensischen Frauen auf dem Vormarsch sind. Der Anteil der Frauen, die im Zivilsektor bis Februar 2020 tätig waren, entspricht 44% der Gesamtbeschäftigten im öffentlichen Sektor. Der palästinensische Legislativrat hat erst kürzlich die Frauenquote von bereits 15 auf 26 erhöht. Leider sind die Wahlen, es ist nicht dazu gekommen. Aber die Quote wurde erhöht, um auch mehr Frauen zu ermöglichen, sich daran zu beteiligen. Denn es fehlt nicht an Bildung. Also palästinensische Frauen sind sehr gut ausgebildet, verfügen über einen Hochschulabschluss, eine höhere Qualifikation und damit beste Voraussetzungen für eine berufliche Karriere. Frauen in Palästina sind sich deswegen dadurch durchaus bewusst, dass die Politik auch sie selbst stark betrifft und dass sie gerade in und mit der Politik viel ändern können. Ihre Beteiligung ist wichtig und sie wird auch immer wichtiger. Sicherlich, es müssen mehr Maßnahmen geschaffen werden, wie man junge Frauen aktiv in die Politik einbringen kann. Wichtig ist zu verstehen, dass Politik nicht erst mit einem Mandat oder einer bestimmten Position anfängt, sondern schon auch früher. Und ich sehe, ehrlich gesagt, mehr großes gesellschaftliches Entwicklungspotenzial bei diesen jungen Frauen, die wir in den letzten Wochen überall zu erleben haben. Also nicht meine Generation, und mit allem Respekt zu allem, was wir bisher geleistet haben, ich sehe wirklich und ich bin sehr hoffnungsvoll, dass eine positive Entwicklung sich einbahnen wird. Denn die politischen Organe und die Repräsentation der Frau in diesen Organen sollen ein Spiegel der Gesellschaft sein. Das Empowerment von Frauen bringt viele Vorteile, nicht nur in der Politik, auch für die Gesellschaft. Und gerade wir Palästinenser, die unter Diskriminierung Jahrzehnte gelitten haben,
legen wir schon Wert darauf, dass auch wir uns für diese Gleichberechtigung einsetzen, genauso wie wir uns gegen die Besatzung oder Widerstand leisten. Deswegen ist die Gleichstellung ein wichtiger Maßstab von Gerechtigkeit einer Gesellschaft und davon hängt die Zukunft ab. Alles wichtige Themen für uns als Gesellschaft unter Besatzung. Die Zukunft sollte auch von selbstbewussten und mutigen Frauen gestaltet werden. Sie liegt in ihren Händen. Und wir dürfen es nicht zulassen, dass Frauen sich in das öffentliche Leben und verantwortungsvolle Positionen gar nicht erst hineinwagen. Das ist eine gemeinsame Aufgabe. Also es besteht schon ein Unterschied zu der Realität, wie Frauen repräsentiert sind im offiziellen politischen System, aber wie sich jetzt Frauen und die junge Generation an Frauen sich anders positionieren und anders profilieren. Und ich sehe da ein sehr großes Potenzial. Ich denke, trotz allem Leid, das immer wieder und aktuell durch die erneuten Angriffe, auch während der Pandemiebekämpfung, sehr bedrohlich über das palästinensische Volk hereingebrochen ist, sind diese neuen Entwicklungen einmal wegen der international verbindenden Solidarität sehr ermutigend. Sie sind hoffnungsvoll im Sinne derjenigen, die gegen Rassismus, Entrechtung und Ungerechtigkeit jemals auf die Straße gegangen sind. Und sie sind für uns Palästinenser, aber auch für Frauen sehr hoffnungsvoll. Wir führen einen Kampf gegen Rassismus, Diskriminierung und Entrechtung. Das zu beenden sollte alle Menschen vereinen. Es ist auch ein feministisches Thema. Und die vielen jungen Frauen und Mädchen, die sich über die sozialen Netzwerke organisieren, haben das sehr eindrucksvoll gezeigt. Ihr Streben nach Gleichstellung als Indikator für Demokratie oder für demokratische Teilhabe, aber auch ihr Engagement gegen ein Ende der israelischen Besatzung bestätigt ihre politische Partizipation. Diese Gleichstellung ist ihres Kampfes integriert im Widerstand, um die israelische Besatzung und die Realität, in der sie leben müssen, zu beenden. Sie sind die korrigierende Kraft, die sicherstellt, dass das politische System in Palästina auf der Grundlage der Achtung der Menschenrechte und Gerechtigkeit erschaffen wird. Ich komme zum Ende und Sie erlauben mir bitte mit einigen persönlichen Worten meinen Beitrag zu beenden. Meine Schwiegermutter ist vor einigen Tagen im Alter von 102 Jahren verstorben. Sie war eine sehr emanzipierte Frau. Meine beiden Töchter gehören dieser neuen Generation, von der ich versucht habe zu beschreiben, wie hat sich diese neue Generation gerade auch an Frauen profiliert. Diese neue Generation, die Jugendliche, aber insbesondere der Frauen, die wollen nicht aufgeben, sich für Menschenrechte, Gleichstellung und Frieden einzusetzen. Deswegen habe ich die Hoffnung, dass wir Palästinenser und gerade die Frauen sich immer stärker für unsere Rechte einsetzen. Übrigens war das auch der Grund, warum ich als Parteilose und als Frau und als Architektin, die gar nicht einfach mit bis dahin mit politischen oder diplomatischen Arbeit vertraut war, ich habe mitgemacht aus dieser Hoffnung, dass jeder seinen Beitrag leisten muss. Aber ich bin jetzt aus dieser Hoffnungslosigkeit, die vor diesen Ereignissen herrschte und trotz der schwierigen Situation und Konsequenzen bin ich sehr optimistisch geworden, dass wir auf dem guten Wege sind, weil gerade in Krisenzeiten brauchen wir Hoffnung, nicht aufzugeben, mutig zu sein, unsere Prinzipien treu zu bleiben. In der öffentlichen Meinung haben diese jungen Frauen und Mädchen einen Unterschied gezeigt, indem sie in dem, was sie der Welt erzählen und wie sie sich betrachten. Also was erzählen sie die Welt und wie sie das erzählen und wie sie sich selbst betrachten. Nicht nur als Leidtragende, sondern als politische und handlungsbereite Akteurinnen.
Es ist wichtig, aus der Vergangenheit zu lernen und mit der zukünftigen Generation zu verbinden. Also meine Schwiegermutter, über 100 Jahre alt, aber die Palästinenser machen weiter und geben nicht auf. Was die gesellschaftliche Teilhabe an der Politik angeht, bahnt sich meiner Meinung nach eine Veränderung an. Sie ist noch nicht abgeschlossen. So wird Gleichstellung und demokratischer Aufbau uns weiter begleiten. Ohne die Gleichberechtigung der Frauen und die politische Partizipation der palästinensischen Frauen kann die Demokratie nicht vollständig erlangt werden. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Hulut, für diesen Vortrag. Ich glaube, wir sind alle sehr beeindruckt und berührt, insbesondere auch von den persönlichen Bemerkungen, die du zum Schluss uns noch mitgeteilt hast.